Ja. Es geht ja noch so viel weiter. Um Himmels Willen. Ich dachte immer, hier wäre Ende. Was? That is crazy. Warte mal, hier. Wir nehmen den. Das ist ja crazy. Ich dachte, hat er wirklich so großes. Ah. Hey, Jemini. So. Ich finde das, wie gesagt, richtig, richtig cool mit den Kürbissen. Zurück von Ihrem letzten Flug? Ich will alle Details hören. Gute Nachrichten, Mr. Weeks. Mit Ihrer Verbesserung konnte ich einen neuen Irondale-Rekord aufstellen. Fabelhaft! Ich wusste, diese Verbesserung hat großes Potenzial. Wie machte sich der Besen? Fliegt sich gut. Bei Höchsttempo wird er etwas nervös und der Stiel wackelt, wenn ich in eine starke Windböe gerate. Ah, oh, ja. Verstehe. Ich denke, ich weiß, wie ich das ändere. Danke. Sie haben was gut. Wenn das eine neue Verbesserung bedeutet, sehr gerne. Sie scheinen genauso entschlossen wie ich, das Besenfliegen zu verbessern. Es ist eine Freude, so zu arbeiten. Wenn ich recht habe, was ich sehr hoffe, dann habe ich bald gute Nachrichten. Ja, gut. Nochmals vielen Dank. So. Gucken wir mal in die Aufträge. Ganz weit oben. Okay. Ernte Flussgras, beschaffe alle drei Kampfpflanzen, nutze sie zeitgleich. Ich glaube, wir suchen uns jetzt mal den Gegner. Wirken auf diesen Depulso, wenn er levitiert ist. Okay. Und dann könnten wir, glaube ich, nochmal mit Sebastian sprechen. Aber ich glaube, ich weiß, wo wir noch so einen kriegen. Gut. Dann gucken wir mal zur Karte. Bin mir nicht ganz sicher. Aber ich glaube, ich habe hier irgendwo so einen schon mal gesehen. Aber wie gesagt, ich bin mir nicht hundertprozentig sicher. Schauen wir mal. Homora. Okay. Alohomora. Schön, dass wir hier schon mal alle Schlösser öffnen können. Mir der Velio.
Was haben wir denn hier? Demigeist. Sieh an. War wahrscheinlich nicht der, den ich meinte. Aber egal. Okay, das klappt nicht. Dann habe ich ehrlich gesagt keine Ahnung. Okay. Hi. Okay, die haben wir schon geöffnet, aber warum leuchtet sie noch? Ich frage mich echt, warum die noch leuchtet. Ah, sie sehen gar nicht so schlimm aus. Haben Sie die Höhle des Flüchtigen dann also doch nicht betreten? Sagen Sie mir nochmal, wobei Sie meine Hilfe brauchen? Mein Freund Milo und ich gingen zur Höhle einer Akromantula, um Giftstoff zu ernten. Es ging schief. Ich bin knapp entkommen. Milo hatte nicht so viel Glück. Ich hoffe, dass jemand ein Erbstück von Milos Leiche holt. Für seine Tochter. Sagen Sie mir nochmal, wobei Sie meine Hilfe brauchen? Mein Freund Milo und ich gingen zur Höhle einer Akromantula, um ihr Gift zu ernten. Es ging schief. Ich bin knapp entkommen. Milo hatte nicht so viel Glück. Ich hoffe, dass jemand ein Erbstück von Milos Leiche holt. Für seine Tochter. Danke. Jetzt weiß ich es direkt. Ich wollte eigentlich mit dir interagieren. Du bist doch ein Händler, oder? Rebellion. Ja, okay, gut. Dann haben wir immerhin einen. Sie sehen gar nicht so schlimm aus. Haben Sie die Höhle des Flüchtigen dann ein Demigeist? Gut, da sind Ballons. Die nehmen wir noch mit. Da sehen wir doch. Das Fliegen wird doch auch immer besser. Hier irgendwo waren Schmetterlinge, habe ich gerade gesehen. Okay. Ja, denn. Viel Spaß noch. Ha!
Velio. Also Levioso brauchen wir. Wir müssen mal kurz absteigen. Genau, wir müssen den levidieren. Und Depulso. Depulso war. Ach ja, genau, das war der. Dann packe ich mir hier, glaube ich, am besten einfach. Den noch hin und such mir einen Gegner. Kann ja nicht so schwer sein, einen zu finden. Hallo. Hallo. Bitte, danke. Da brauchen wir bestimmt den anderen, den ich hier aber nirgendwo habe. Setzen wir mal nach da und probieren das nochmal. Ich sehe sie ja nicht, das ist das Problem. Ah. Oh Gott. Krasse Spinnen. Ah, ekelhaft. Können Sie mir helfen? Hallo? Aus diesem Brunnen kommt eine Stimme. Okay. Ah, okay, so klappt das. Und rollst du jetzt da in deine Vorrichtung? Natürlich rollst du nicht in deine Vorrichtung. Warum auch? Oh, ich hoffe, der Hase ist weg. Damit wäre das erledigt.
wunderschön und ganz easy, dass wir das gleich noch gelöst haben. Gut, das hatten wir ja gelöst. Gucken wir mal auf die Hogwarts-Karte. Müssen wir nur gucken, wo das war. Hier. Perfekt. Reisen wir dahin. Dann entfernen wir mal noch bitte schnell diesen Punkt hier. Okay. Was machst du denn hier draußen? Dich zu einem Accio-Duell herausfordern. Es wird Zeit, dass du dich einem echten Gegner stellst. Außerhalb von Ronans Zauberkunstunterricht. Ein Accio-Duell ist mehr als ein Spiel. Es ist ein Kräftemessen. Ein Härtetest für Hexen und Zauberer. Also. Okay, mach mal. Legen wir los. Super. Accio-Duell. Keine Runde ist wie die andere. Na dann. Fang an, Brudi. Übertriff das mal. Bitch. Das war natürlich voll gewollt. Glückstreffer. Okay, ich darf nicht gegen diese Zeile kommen, weil dann bouncen die so weg. Das war ja unglaublich. Ja. Das kannst du nicht, wa? Bam. Perfekt. Nicht schlecht. Nicht schlecht. Gut, du hast mich besiegt. Bam. Weil wir halt einfach gut sind. Du hattest nur Glück. Komm schon, Leander. Jetzt sei nicht so. Also schön. Du bist gut. Zumindest besser als ich. Ich sage den anderen, dass du weiterspielen kannst. Den anderen? Ich habe 7-mal in Folge gegen Samantha Dale verloren. Die anderen Accio-Duellanten dachten, du wärst keine echte Herausforderung, wenn du mich nicht besiegen kannst. Kopf hoch, Leander. Üb weiter. Dann wirst du auch besser. Du hast wohl recht. Ich werde den anderen sagen, dass du die Probe bestanden hast. Hm. Nice. Dann gucken wir mal auf die anderen Aufträge. Ja, wie gesagt, das ist immer noch so ein bisschen... Ich weiß nicht, wo wir da so genau hin müssen. Wir machen das als nächstes. Gucken wir mal, wo wir hin müssen. Easy. Da können wir gleich hinlaufen.
Ah, okay. Hier war nichts weiter. Schade. Schauen wir mal noch, was da drin ist. Also irgendwas hat es auch mit diesen Figuren auf sich. Ich weiß es aber noch nicht. Das finden wir noch raus. Jetzt sind hier sogar auch Kürbisse aufgestellt. Hatten wir das nicht schon? Hm. Dieser verschnörkelte Springbrunnen besitzt filigran gearbeitete Statuen von Bewohnern der magischen Welt, darunter die steinernen Sirenen, die den Brunnensockel umrunden. Okay. Nice. Ah, diese Rätsel. Ist das cool. Adelaide Oaks? Ich habe deine Eule erhalten. Ja, ich bin Adelaide Oaks. Oh je. Weißt du, mein Onkel Roland ist Metallhändler und hat regen Umgang mit den Kobolden. Für gewöhnlich schickt er mir auf seinen Geschäftsreisen jede Woche eine Eule. Im letzten Brief hat er Geschäfte mit den radikalen Kobolden erwähnt. Renrocks Anhänger. Seitdem kam keine Eule mehr und ich mache mir Sorgen. Seit dem Trollangriff auf Hogsmeade und den Gerüchten, Kobolde seien daran beteiligt, nun ja, fürchte ich das Schlimmste. Sollte ich mir zu Recht Sorgen um meinen Onkel machen oder übertreibe ich? Ich denke, du bist zu Recht besorgt. Dein Onkel steckt vielleicht in Schwierigkeiten. Du bist viel verständnisvoller als Professor Weasley. Als sie hörte, dass ich ihn suchen wollte, verbot sie mir, das Gelände zu verlassen. Sie ist überzeugt, dass er zurechtkommt. Aber solange ich nicht weiß, ob es ihm gut geht, kann ich mich gar nicht konzentrieren. Ich... Könntest du für mich nachsehen? Soweit ich weiß, bist du ja fast so abenteuerlustig wie Onkel Roland. Dann? Macht dein Onkel häufig Geschäfte mit Kobolden? Ja, schon lange. Er spricht sogar Koboldogak. Aber Renrocks Bande hat er erst vor kurzem erwähnt. Er meinte, die Galeonen seien das Risiko wert. Er tut all das für mich. Umhänge, Zubehör. Hogwarts kostet schon eine Stange Galeonen. Und Onkel Roland hat einen eher anspruchsvollen Geschmack. Er hat über die Jahre so viel für mich geopfert. Ich habe ihm versprochen, dass ich mich nach dem Abschluss um ihn kümmern werde. Das ist, ja, sehr nett. Du stehst deinem Onkel sehr nahe, oder? Ja. Meine Mutter starb bei meiner Geburt und meinen Vater habe ich mit 5 verloren. Onkel Roland hat sich um mich gekümmert, solange ich denken kann. Er weiß, dass ich mir Sorgen mache, wenn er auf Reisen ist. Deshalb schickt er mir so viele Eulen, damit ich weiß, dass es ihm gut geht. Dann schauen wir doch mal, was mit ihm ist und finden das heraus. Ich werde mich für dich umhören, Adelaide. Danke. Er führt sehr genau Buch, verzeichnet alle Geschäfte in einem Notizbuch und zeichnet Karten. In seinem letzten Brief war eine Karte von seinem nächsten Ziel. Er wollte sein Lager nördlich von hier aufschlagen. Ich hoffe wirklich, du kannst herausfinden, wo er ist. Danke nochmal für all deine Hilfe. Oh. Gibt's hier noch irgendwas?
Wenn wir einmal hier schon so dreist rumfliegen. Hoffentlich geht es Adelaides Onkel Roland gut. Sie klang sehr besorgt. Adelaide zufolge ist das Lager ihres Onkels vermutlich bei Brockborough, am Fluss vorbei. Okay, ich muss irgendwie hier hochlaufen. Gut, dann merken wir uns das mal. Okay, das ist auch wieder irgendwas. Dann machen wir mal weiter. Schauen einfach mal, was haben wir denn hier? Wo fliegst du hin? Ja, okay, gut. Nicht ablenken lassen. Schön fokussiert bleiben. Wir machen nach hier und gucken, was mit dem Onkel von ihr ist. Ob das Mr. Oaks Lager ist? Renrocks Anhänger. Direkt voraus. Soll ich es mit Kämpfen oder Schleichen probieren? Nö. Rein da. Gott! Bam! Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Das war jetzt viel. Ey, Crispy. Ihr Onkel über seine Geschäfte Buch geführt und Karten angelegt. Vielleicht führen mich diese Orientierungspunkte zu ihm. Also ich glaube, das oben ist das Lager, wo wir jetzt sind. Mr. Oaks Geschäftsbuch. Okay. Renrocks Bande hat sich mit einem Treffen einverstanden erklärt. Aber der Gedanke daran erfüllt mich mit Unruhe. Sie teilten mir ihre Forderungen mit und gerieten in Wut, als ich Fragen stellte. Ich habe belauschen können, wie sie über ihren Plan in Koboldogak sprachen. Sie sind hinter seltenen Metallen her, die zum Bohren verwendet werden können. Ich will sie auf keinen Fall weiter verärgern. Sie wirken ziemlich reizbar und dieses Geschäft ist von höchster Bedeutung für mich. Vielleicht können wir zu einer Einigung gelangen. Vielleicht. Roland Oaks. Revelio. Dann wollen wir doch mal schauen, ob sie zu einer Einigung gelangen konnten. Aber dafür müssen wir erstmal rausfinden, wo er steckt. Okay. Gut, die finden wir bestimmt im Inventar natürlich. Das Notizbuch, dann ist die Karte hier oben.
Das sieht nach einer Ruine mit einem Tor aus. Interessant. Wir probieren es einfach vielleicht mal hier. Ich habe aber keine Ahnung, ob das richtig ist. Eine Felsformation. Das ist das erste Symbol auf der Karte. Dann weiter zum krummen Baum. Okay, gut. Zum krummen Baum.